Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme Minecraft 2023 im Vanilla-Mode. Die letzten Folgen waren, die Gier und so, ein bisschen Pech dabei. Wir sind ertrunken. Und einmal sind wir erschossen worden. Was wollte ich? Ja, alles ein bisschen unschön, aber eine positive Sache, wir haben eine Kartoffel. Wir haben tatsächlich eine Kartoffel. So, und wir können wirklich noch 12.000 Felder machen. Aber erstmal mache ich uns ein paar Brötchen. Ups. Genau. Was wir leider machen müssen, wir müssen instant eine neue Höhlentour machen, weil wir alles verloren haben. Es tut weh, das auszusprechen, aber es ist so. Diorit. Ton, wo mache ich denn Ton rein? Ich mache Ton erstmal bei Sand und Kies rein. Because I don't know. So. Das nehmen wir ja alles so ein bisschen mit, würde ich sagen. Essen haben wir auch. Okay, okay. Gut, dann gehen wir nochmal schlafen. Damit hier nichts spawnt. Ab in unserem Turm. Ab in Sicherheit. Da stand es eben. Ich ertrank und dann wurde ich erschossen. Wir hatten eine diamantene Pferderüstung bei. Ich glaube, das ist auch ein Item, was man sich selber herstellen kann, oder? Und wir hatten rote Betesamen bei. Und wir hatten ganz viel Kupfer bei, was wir für unser Dach benötigen. Was jetzt anfängt zu korrodieren. Oder oxidieren. Na gut. Wir haben zu essen. Wir haben gute Laune. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal rein, Jungs und Mädels. Wa? Auf der Suche diesmal wieder nach allem. Kohleeisen. Ah, es sind doch so viele Fehler, die ich gemacht habe. Fehler Nummer 1, ich bin mit unserem ganzen Zeug reingelaufen in eine Höhle. Ups. Fehler Nummer 2, ich habe mich nicht mit doppeltem Boden hochgebuddelt, sondern ganz greedy ein Block hoch. Dann kam Wasser. Fehler Nummer 2, ich bin nach dem Tod zu greedy hinterhergelaufen, obwohl ich das noch erwähnt habe. Sehr viele Fehler haben sich da eingeschlichen in meinem Verhalten. Und ich gelobe Besserung. Ich darf wirklich nicht diese Höhlen unterschätzen. Vielleicht irgendwann haben wir einen Helm, womit ich länger unter Wasser atmen kann. Yeah, yeah, yeah. Vielleicht. Ich denke schon, oder? Da gucke ich mir dann nur ein Guide zu an und dann weiß ich, wie das geht. Und dann freuen wir uns. Das Schöne ist,
In Minecraft, wenn man nicht auf Hardcore stellt, man wacht immer wieder auf. Und kann es beim nächsten Mal besser machen. Wie im echten Leben. Bloß man darf halt im echten Leben nicht solche Sachen machen, dass man stirbt. Aber selbst im Leben... Oh, jetzt... Ich will nicht. Oh, Lapis Lazuli. Das ist gut. Da freuen sich alle sehr, oder? Ich mach mal hier Licht an. Yeah, Lapis Lazuli ist gut. Oh, das Eisen und noch. Yeah. Sehr schön. Gucke mal. So, wer wollt hier was von mir? Ach, ihr alle. Tschüss. Mann, warum eigentlich? Was habt ihr eigentlich gegen mich? Ich fühle mich richtig gemobbt gegen die. Die suchen mich wirklich aus, ne? Na, egal. So, wo sind wir denn hier? Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ah, Höhlen. So. Gut. Genau, und wir erkunden einfach weiter und dann werden wir werden wieder eine Höhle finden. Und wir werden apropos einen Kompost machen. Dann werden wir nämlich ein Dorf finden. Ja. Fuck auf die Diamanten-Pferderüstung. Da werden wir noch, wir werden noch 20 finden. Ja, wir werden noch 20 finden. Rote Beete hätten wir, naja. Aber das ist jetzt auch kein Mehrwert, oder? Außerdem muss man ja auch gucken, wie weit man gehen kann, nicht wahr? So, jetzt reicht's aber mit der Rechtfertigung. Mein Gott, ich bin ein alter Mann, ne, und spiele Videospiele. Was erwartet ihr? So. Sehr schön, guck mal. Schon über ein Stack. Wie viel? Oh, 17, ja. Aber hier auch wieder sehr kohlearm, muss ich sagen, oder? Wenig Kohle hier. Bisschen Licht. So. Okay, das ist erkundet. Hochbuddeln mache ich nicht mehr. Vielleicht haben die Minecraft-Entwickler mit Absicht das irgendwie mehr so eine Unterwasserhöhlen, Meere, Seen, Unterwasserseen gebaut, damit das einfach nicht mehr so funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon Minecraft spielt, die hier zugucken. Früher war das der Way to go, ja. Einfach hochbuddeln. Ja. Naja. Aber ich muss mich auch neuen Gegebenheiten anpassen. Weil das ist mir jetzt schon, es ist mir viel, viel, viel öfter passiert jetzt. Und ich habe immer noch nicht draus lernen wollen. Ich dachte bis hier, naja, vielleicht nur Pech gehabt, aber nee. Nee, Leute. Das scheint wirklich ein Ding geworden zu sein. Naja, jetzt gucken wir mal hier,
was die hier von uns wollen. Oh. Oh, hier sind wir schon sehr tief, muss ich sagen. Hier sind wir schon sehr tief. Hier ist ja schon dieses komische Gestein. Und ohne volle Iron-Dings möchte ich da jetzt nicht unbedingt hin. Aber wir können schnell 1, 2 und dann können wir schnell mal schmelzen. Das Schlimme ist, hier ist dann noch keine Kohle weiter, ne? Dum, 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 dum. Hallo. Jetzt können wir schon Schuhe machen, ne? Wow, 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 wow. Jetzt brauchen wir nur noch eine Box. Das sind zwei. Nee, ich warte noch auf die Box. Ich warte noch auf die Box. Hallo. Ich nehme mal ein bisschen Granit mit. Vielleicht kann man da auch irgendwas Cooles draus bauen, oder? Müsste man mal in der Säge. Oh, guck mal. Eine Boxi. Das reicht noch für ein Schwert. Und noch eine Pickaxe. Und dann sind wir doch wieder ganz gut dabei, oder? Wer weiß, was da jetzt noch alles auf uns wartet. Wenn wir jetzt noch ein Diamantchen finden oder so, dann ist doch wieder alles gut. Dann ist doch die Welt wieder in Ordnung. Wir flanken die natürlich, wie ein Profi. Guck mal, das Kupfer. Ja. Mega vorsichtig. Sehr schön. Das ist Gold. Nee, ist Eisen.
brauchen wir auch. Redstöhn. Ah. Das nehmen wir natürlich mit. Oha, da geht's runter. Hey, gibt's ja auch noch Kupfer wie Sau. Richtig viel. Hör doch mal auf jetzt. Clear. Okay, ich würde sagen, wir können den Rückweg antreten. Ich weiß nicht, wo das da hochgeht. Und ich bin jetzt irgendwie nicht ganz so scharf drauf, das unbedingt auf Teufel komm raus herausfinden zu wollen. Jetzt hier nochmal 18 Eisen. Ah, das ist nicht viel, nee. Ruckzuck sind die weg. Bisschen Gold. Ganz schön viel Gold. Wow. Das war ganz gut. Na, wir brauchen eh Fackeln. Jetzt fällt mir erstmal auf, wie viel Kupfer es gibt in diesem Spiel. Dann ist ja das Kupferdach, wenn man jetzt mal die Häufigkeit betrachtet, gar nicht so teuer. Von den Ressourcen hier. Weißt du? Ah, ich weiß nicht, wir könnten jetzt auch eine Weile ruhig in der Höhle survivalen. Wir würden ja auch nicht mehr so einen gefährlichen Weg nach oben nehmen. Und wir können ja währenddessen
guter Kunden eigentlich. Und je weiter wir nach oben kommen, desto höher steigt doch wieder die Wahrscheinlichkeit für Kohle. Hier haben wir noch sowas. Keine Ahnung, hier geht's auch irgendwie. Da sind Fackeln, okay. Huch, was haben wir denn hier? Lapis. Ich mach mal hier eine Fackel rein, damit wir nächstes Mal wissen, dass wir hier schon irgendwie mal so waren. Vielleicht finden wir hier noch. Ein Dungeon! Mit einer Pferderüstung. Sehr schön. Manchmal ist hinter einem Redstone-Flöz ein, zwei Diamantchen versteckt. Und mit Redstone, das will ich auch noch, also das wird eine Reihe von Folgen sein, wo ich mich damit mal so richtig mal ausprobieren will, wo ich auch vorher noch mir ein paar Guides angucken werde, wo ich dann vielleicht auch selber so komprimiert mal irgendwas erklären werde, was ich so verstanden, das gibt's ja nicht. Es geht ja auf, noch umzubuddeln. Zum 105.000. Mal. Okay, Leute, aber wir sind bei, ich kann schlecht gucken, 22 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, meine kleinen Mäuse. Ciao.